Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Full-Face-Schminki für dich, denn Essence hat neue Produkte ins Sortiment gebracht. Die hatten so ein Sortiments-Update und ich habe mir ein bisschen was daraus bestellt. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, kann man so sagen. Es ist nicht so mega krass überwältigend wie das ein oder andere Essence-Sortiments-Update, muss ich wirklich gestehen. Aber ja, es sind auf jeden Fall ansprechende Produkte mit dabei und wir gucken mal, wie die so funktionieren. Verwenden werde ich hier nur die Pinsel, die ich mal irgendwann so in Essence Limited Editions und so weiter drin gehabt habe. Und ja, dann habe ich aber noch ein Schwämmchen, ne? Da ist ein Haar von Sammy dran. Läuft. Okay, wir starten mit einem Primer beziehungsweise... Die haben keinen neuen Primer, glaube ich, an sich rausgebracht. Ich habe zwei Produkte hier, die auch als Primer funktionieren sollen. Und ich bin sehr gespannt. Meine Haut ist super sensibel und jetzt gerade hat sie sehr sensibel auf was auch immer reagiert. Aber da müssen wir jetzt einfach mal mit leben und das Ganze fair beurteilen, ne? Okay, als erstes habe ich hier von Hello Good Stuff das Primer Serum Hydrate and Plump mit Blaubeere und Squalan. Fand ich sehr interessant. 95% natürliche Inhaltsstoffe sollen hier drin sein. Und das ist halt wirklich eine flüssige Geschichte, ne? Bye Bye Bad Stuff, Hello Good Stuff, Primer Serum mit Heidelbeerextrakt und 95% natürlichen Inhaltsstoffen. Die leichte Textur mit Squalan und Glycerin spendet Feuchtigkeit und lässt die Haut aufgepolstert wirken. Das ist ohne Mikroplastikpartikel, ohne Mineralöle, ohne Parabene, ohne Silikone, die irgendwie zugesetzt werden. Jo. Ich finde es sehr, sehr angenehm, dass es mit einer Pipette rauskommt und ja, sich halt auch so gut verteilen lässt. Ne? Zieht super schnell ein. Ich habe natürlich meine reguläre Hautpflege hier unten drunter. Es zieht aber echt schnell ein. Das ist hammerhart. Wird ein bisschen klebrig, ein bisschen bappig, aber angenehm. Jetzt nicht irgendwie so, dass ich denke, oh mein Gott, das ist ganz, ganz crazy hier. Ja, ne? Sieht soweit so gut aus. Kann man sicher auch als generelles Gesichtsserum so verwenden. Und ich denke, dass es halt auch so ein Stück weit gedacht ist. Riecht beerig. Ja, heidelbeerig halt, ne? Mag ich aber jetzt so auf den ersten Auftrag gerne leiden, hat nicht gekrümelt oder sonst irgendwas. Meine Haut fühlt sich angenehm an. Auf die andere Gesichtshälfte möchte ich mir gerne von Hello Good Stuff den oder die Ziza Face Cream geben. Vielleicht kann man das sogar in Kombination verwenden. Ich versuche es jetzt separat auszuprobieren, genau. Soothing, also beruhigend und feuchtigkeitsspendend mit Centella Asiatica Extrakt. 99% sind hier natürliche Inhaltsstoffe. Das ist ein bisschen mehr als bei dem anderen, da waren es ja 95%. Beruhigende und feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme, 99% natürliche Inhaltsstoffe, leichte Textur angereichert mit Centella Asiatica Extrakt, als tägliche Gesichtspflege geeignet, auch als Grundierung unter Foundation tragbar. Ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Mikroplastikpartikel und ohne Mineralöle. Das war jetzt ein bisschen ulkig. Ich dachte im ersten Moment, oje, oje, ich habe viel zu viel genommen. Aber dann hat meine Haut, die sehr trocken und sensibel ist, einmal gemacht und das Ganze aufgesogen. Wahnsinn. Genau, ja, ist halt wirklich von der Konsistenz her auch deutlich anders, als es bei dem Primer Serum der Fall ist. Ich denke, dass das auch mehr geeignet ist für Leute mit trockener Haut. Und wegen dem, ja, ich weiß es nicht, Inhaltsstoffe sind jetzt nicht so mein Steckenpferd, muss ich gestehen, das wisst ihr ja auch, ne? Aber es fühlt sich besser an für mich, als überhaupt Grundlage, als direkt auf mein Gesicht aufgetragenes Produkt, ne? Muss man halt mal schauen, wie sich jetzt das Make-up darauf auch verteilen lässt. Wir gucken gleich mal. Und hier habe ich schon das nächste Schätzelein. Ich habe mir die Foundation, die jetzt neu wieder aufgelegt worden ist, in zwei Farben geholt. Ich war mir nicht so wirklich sicher, welche jetzt passend ist. Das ist von Essence die Fresh and Fit Foundation. Vitaminkomplex, das ist Vitamin E und das ist sehr, sehr gut für die Haut. Niacinamide sind enthalten, was auch cool ist. Lasts up to 12 hours, also 12 Stunden Halt. Und ja, diese schwerelose Foundation bietet die perfekte Mischung aus Make-up und Hautpflege. Lässt die Haut gesund strahlen, dank des Vitaminkomplexes aus Vitamin E, B5 und Niacinamid, mittlere bis hohe Deckkraft. Ich würde schon sagen, dass man jetzt einen krassen Unterschied sieht zwischen der Foundation, die jetzt hier auf der Gesichtshälfte aufgetragen ist. Habe ich übrigens jetzt die Farbe 10 mir ausgesucht. Die passt jetzt wirklich gut. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob die auch im Winter passen wird. Müssen wir mal gucken. Und hier ist halt die Seite, wo ich nichts aufgetragen habe. Gut, das ist auch meine linke Seite. Das ist halt immer, da habe ich ein bisschen mehr Kram. Aber man sieht schon einen Unterschied, ne? Wir haben eine mittlere Deckkraft.
ja, ich würde es nicht als hochdeckend beschreiben, weil halt immer noch Muttermale und Rötungen durchkommen. Aber wir gucken mal, wie das jetzt im ganzen Gesicht aussieht, wenn ich halt auch die andere Gesichtshälfte gemacht habe. Krass, die Foundation finde ich wirklich gut. Die ließ sich schön einarbeiten. Ich finde die wirklich, wirklich toll. Wir gucken, wie das jetzt auch weiter funktioniert. Ich bin jetzt sehr aufgeregt, aber das gefällt mir schon mal richtig, richtig gut. Ich habe so ein leicht gepflegtes Hautgefühl auch. Und irgendwie mag ich das gerade total gerne und bin sehr erleichtert, denn ich hatte echt Bedenken, dass ich hier euch ne, quasi foundation-technisch irgendwie ganz furchtbar nachher aussehen werde. Aber nö, geht, ne? Concealer habe ich jetzt keinen im neuen Sortiment gefunden, deswegen nehme ich hier von Essence den Camouflage Plus Healthy Glow Concealer. Den habe ich hier in der Farbe 10 Light Ivory. Auch eine Lidschattenbase gab es jetzt nicht irgendwie gerade zu kaufen, deswegen habe ich einfach hier auch meine Essence I Love Color Intensifying Eyeshadow Base. Und das ist einfach die Farbe, nein, das ist nicht CGAH, oder? Es ist einfach nur die generelle Eyeshadow Base. Als nächstes habe ich hier ein Produkt, was mich auch so ein bisschen an Too Faced erinnert, weil Too Faced hat sowas auch. Das hier ist What the Fake Extreme Plumping Lip Filler mit Chili-Extrakt und Vitamin E und Hyaluronsäure. Hat ein ganz leicht shiny tinted Finish, also quasi ja, glänzendes, leicht eingefärbtes Finish. Das Füßchen ist sehr flexibel und es hat nicht nur was von Chili, also das Chili macht natürlich so ein leichtes Prickeln auf den Lippen, es hat auch was von Menthol. Ich finde, dass die Farbe deutlich geeignet ist für den Alltag, also das ist jetzt nicht irgendwie super aufdringlich oder so. Es klebt auch nicht, also schon so ein bisschen lippenpflegemäßig. Jetzt muss man natürlich gucken, wie sich das anfühlt und so und ob da überhaupt eine Veränderung kommt. Ich persönlich mag halt solche Lip-Plumping-Viecher, weil das einfach ein super witziges Gefühl ist und Make-up macht Spaß und mir macht es einfach Spaß. Auch wenn mein Gesicht sich jetzt nicht so unbedingt anfühlt, als müsste ich es setten, außer der Concealer denn und die hier oben Lidschattenbase, das ist schon sehr, sehr klebrig. Die Haut an sich fühlt sich einfach nur gepflegt, genährt und voll gut an. Es ist, mein Gesicht juckt nicht mehr, Leute. Ich weiß nicht, ob das jetzt an den Primern oder an der Foundation liegt, aber ich hatte am Anfang des Videos das Gefühl, dass meine Haut juckt. Und das ist nicht mehr der Fall und ich freue mir gerade echt einen Keks, ne? Auf jeden Fall haben wir hier Essence My Skin Perfector Loose Fixing Powder Instant Blur Effect Natural Matte Finish in der Farbe 05 Fair. Das ist ein loses Puder, vegan, ultra fein, seidig weich, fixiert das Make-up und sorgt für ein langanhaltendes, perfektes Finish. Es hilft dabei, Hautunregelmäßigkeiten zu kaschieren. Oh, das bin ich ja sehr gespannt. Ich habe ja schon ein paar jetzt gerade, ne? Und hinterlässt die Haut ebenmäßig und mattiert. Ja, dann zeig mal, was du kannst. Oh mein Gott, ich liebe dieses Tool. Was ist das für ein geiles Ding, oder? Das war jetzt auch noch im Sortiments-Update mit dabei. Das hatte ich eben ganz vergessen, euch zu zeigen. Das ist so eine Art... Ich weiß nicht, ob ihr das von Tati Westbrook kennt. Die hat auch dieses Blendiful damals rausgebracht. Und das wollte ich mir immer holen, war aber immer zu geizig, mir das zu bestellen mit Zoll und so weiter aus Amerika. Rampapam, ihr wisst das, ne? Außerdem hat Maxime ja auch immer so ein Produkt, was er in seinen Videos verwendet. Maxime Giacomo. Und also das ist halt so ein Mikrofaserschwämmchen. So ein bisschen wie diese... Eigentlich wie diese Abschminktücher, die wiederverwendbaren Abschminkpads, die ich habe. Aber das hat hier halt diese geile Form... coole Form, Leute, nicht geil, ne? Diese Dreiecksform und damit lässt sich das Puder so schön in die Haut einarbeiten. Natürlich riskiert man jetzt so ein bisschen dieses Cake-Face. Ich werde auch gleich safe nochmal mit dem Pinsel drüber gehen. Aber gerade so unter den Augen, und dafür verwendet Maxine das ja auch zum Beispiel, ist das einfach grandios. Also ich weiß nicht, wie der Concealer das jetzt verhackstücken wird und ob er da dann jetzt einfach nicht mehr in die Falten kriechen möchte und so. Aber ich fühle mich so und das ist echt geil gerade. Ihr seht ja auch gerade, wie flawless das einfach in der Kamera aussieht. Und am Anfang habe ich gedacht, ich kann kein Video drehen, weil mein Gesicht aussieht wie, ne? Krass, übrigens brennen meine Lippen jetzt. Das ist mir jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Ich mag auch lieber, wenn das mentholig ist und nicht so dieses Chili-mäßige. Am Anfang war das mentholig und jetzt wird es gerade voll Chili-mäßig. Und jedes Mal, wenn ich mit der Zunge so ein bisschen dran komme, habe ich das Bedürfnis, einen Liter Milch nachher zu trinken. Also dieses Tool ist schon mal cool. Ne, das war ein Reim. Und dieses Puder gefällt mir auch richtig, richtig gut. Also ich mag eigentlich nicht so gerne, wenn mein Gesicht rotmatt aussieht. Aber so sieht das echt gut aus. Mag ich.
Als nächstes Produkt habe ich hier was ganz Spektakuläres. Like a Daisy in Spring schwärmt ja auch immer so von der Highlighter-Palette. Und ich glaube, dass es mittlerweile sogar diese Blush-Palette gibt. Oder war das bei Catrice? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber Essence hat jetzt diese Bronze Your Way Bronzing-Palette rausgebracht. Und die möchte ich gerne ausprobieren mit euch zusammen. Die Palette mit drei gepressten Bronzer-Farbtönen verleiht dir den perfekten von der Sonne geküssten Look. Downtown Bronze und Tropical Bronze haben ein leuchtend mattes Finish. Major Bronze verleiht dir mit seinem hochglänzenden Finish einen Hauch von Sonne. Verwende die drei Farbtöne einzeln oder mische sie für einen individuellen Look. Also ich muss definitiv die beiden Farben mischen, denn der helle ist mir zu hell und der dunkle ist mir zu dunkel und der dunkle wird dann zu schnell zu fleckig. Wenn ich das aber schön mische, so wie auf der Seite hat es nicht so gut funktioniert, und es dann auftrage, mag ich das gerne leiden. Und wenn man dann wie hier so ein bisschen fleckiger hat, geht man einfach nochmal in diesen, also wenn man halt so vom Farbton her ist wie ich, ne, nochmal in diesen Downtown Bronze. Und kann das Ganze nochmal aussoften. Das ist halt ähnlich wie bei Lidschatten jetzt gerade. Und das mache ich dann halt auch dann entsprechend auf meinem Gesicht. Mag ich tatsächlich. Und jetzt gehe ich mal in den Major Bronze Ton rein. Der hat so ein bisschen was von dem Hoola Glow. Das heißt, es ist wie so ein Bronzer Topper zu sehen. Du kannst natürlich auch mit dem Pinsel einfach durch alle Farben durchgehen und dir das dann auftragen. Ich mache das gerne, dass ich den einfach on top nochmal. Dann kann ich den besser dosieren. Und den trage ich mir dann wirklich nur... Wow! Ist nicht so geil, wenn man texturierte Haut hat. Wow! Okay, ich trage ihn eigentlich jetzt erstmal nur da auf, wo ich Highlighter auftragen würde. Nee, ich mache den nicht als Bronzer-Topper, das ist mir zu hardcore. Oh mein Gott, ist der krass. Mhm. Das ist eher ein Highlighter und für mich dann zu dunkel. Also der ist zu stark pigmentiert, Leute. Ich dachte, das wäre so ein Bronzer-Topper. Aber dafür ist der zu hardcore. Wow! Das ist zu krass. Ja, aber sanft aufgetragen, sieht es schön aus, ist dann auch ein schöner Highlighter-Ton. Zumal ich von Essence gar keinen Highlighter wirklich habe. Aber die Palette, die finde ich auf jeden Fall wegen der matten Töne schon mal sehr, sehr schön. Da muss ich aber noch ein bisschen mit rumexperimentieren. Die sind halt relativ pudrig und da kriegst du halt super viel Pigment auf einmal aufs Gesicht. Muss man ein bisschen das Dosieren lernen. Ich habe jetzt keinen Blush tatsächlich von Essence, das wusste ich gar nicht. Hatte ich eben in der Sammlung erst gesehen, als ich mal durchgeguckt habe. Ich habe aber den Catrice Cheek Lover Oil Infused Blush, das ist dieser hier. Da schwärmt auch Maxime immer so von und der ist halt auch klasse. Und den kannst du auch super als Blush und Highlight in einem verwenden. Und den trage ich mir jetzt einfach mal sehr schön hier auf meinen Wangen auf. Der verschmilzt richtig schön mit dem Bronzer. Mit der Palette jetzt. Das finde ich schön. Und ich weiß, dass viele den zu Hause haben, ne? Das passt jetzt 1A zusammen. Mag ich gerne leiden. Kommen wir zu den Augenbrauen. Da hat Essence jetzt auch was Neues rausgebracht, wo ich noch nicht genau weiß, wie ich das finde. Und zwar ist das der Brow Wax Pen. Der ist wasserfest und ist mit Shea Butter. Ein Wachsstift, der Augenbrauen formt und fixiert. Mit Shea Butter und Vitamin E. Ich habe den hier in der Farbe 02 Blond bis Light Brown. Ja, also Farbmatches kann Essence definitiv, jedenfalls was meine Haarfarbe angeht oder meine Augenbrauenfarbe, gefällt mir richtig, richtig gut. Wirklich. Das Auftragen hat mir gut gefallen. Alles. Ich bin zwar kein Fan von anspitzbaren Augenbrauenstiften, aber der gefällt mir tatsächlich gerade richtig gut. Ja, deswegen mache ich mal die andere Seite auch noch. Nee, ist auch klasse, wenn ich jetzt so an meinen Alltag denke oder so, ne? Weil das halt super schnell funktioniert hat. Sehr cool. Eine Augenbraue, nein, zwei Augenbrauen mussten dran glauben. Also die hat das Ding rausgerissen, weil der halt sehr wachsig ist, ne? Die Konsistenz könnte einem jetzt nicht unbedingt gefallen. Aber das Ergebnis spricht für sich, oder? Wow. Ich merke... Nein, oh, falsche Sprache. Als nächstes werde ich jetzt einfach meine Augenbrauen fixieren. Da habe ich hier die Lash & Brow Gel Mascara von Essence. Das gefällt mir einfach unheimlich gut. Also wirklich, lang nicht mehr so... coole Augenbrauen gehabt, aus meiner Sicht. Ne? Die sehen halt sehr natürlich aus, aber ordentlich. Mag ich. Mein Lieblingspart bei jedem Full-Face-Make-up ist die Lidschattenpalette. Und da habe ich mir die Dancing Green geholt. Die haben mir verschiedene rausgebracht und ich habe mir jetzt die grüne geholt. Ja, enthält einfach 6 verschiedene Farben, ist eine Lidschattenpalette und wir legen jetzt einfach mal los. Kurz bevor die Farbexplosion beginnt, Feedback zu den Lippen, die brennen nicht mehr. Das hat jetzt aufgehört und von der Base her... So nah kommen mir selten Leute, ne? Finde ich, sieht es für meine Verhältnisse, sieht das wirklich gut aus. Scheiß die Wand an. Also das muss ich wirklich zugeben. Die Foundation mag ich gerne leiden. Wow. Okay, wir machen jetzt eine kleine Farbexplosion auf meinen Augenlidern drauf. Der hellste Ton ist nicht ganz matt. Ich werde ihn trotzdem jetzt mal ausprobieren, so als Setting-Ton vielleicht. Ja, eine leichte Lichtreflexion gibt das. Aber
Ich finde, das ist noch in Ordnung. Und den kann ich mir auch direkt bis hoch unter die Augenbraue ziehen und habe damit dann auch schon direkt mein Augenbrauen-Highlight, aber in ganz dezent. Jetzt wird es halt ein bisschen schwierig, weil die beiden anderen matten Töne, die drin sind, sind halt extrem dunkel. Ich probiere es aber mal. Dann nehme ich mir diesen braun-olivgrünen Ton auf, gebe da aber nur ein bisschen rein. Oh, sehr gutes Pigmentgedönsen. Den stempel ich hier außen hin. Zieh den auch ein bisschen höher, weil wegen Schlupflid und so. Und blend den auch ein bisschen mit rein. Also nicht blenden, sondern ich ziehe den so ein bisschen mit rein. Das Blenden kommt dann nachher. Aber der ist schon. Ich will jetzt eigentlich nicht so einen super dunklen Look haben, ne? Nur so ein kleines bisschen zur Verdunklung bzw. Vertiefung der Lidfalte. Weil wie gesagt, zu dunkel will ich den hier eigentlich nicht machen. Die erinnert mich auch ein bisschen an die Palette, die ich beim letzten Sortiments-Update, glaube ich, gekauft habe. Ne? Da gab es doch auch so eine grüne, die so ein bisschen wild, irgendwas bla war. Die ist ziemlich genau so. Und jetzt gehe ich in dieses dunkle Grün rein, was ja hier in der Mitte unten ist. Oh wow. Richtig viel Abklopferei muss man da machen. Und das setze ich mir vorsichtig hier auf mein bewegliches Lid, aber nur so nach, ja, in die äußere Hälfte, genau, in die äußere Hälfte rein. Hier würde ich auch empfehlen, das sukzessive aufzubauen und vorsichtig zu machen, weil ansonsten hast du zu viel Pigmente und kriegst es nicht verblendet. Also immer ganz vorsichtig reindippen, abklopfen und dann vorsichtig auftragen. Die wird so ein bisschen fleckig, also dieses, ne, da habe ich so Rillen, so Riefen drin. Aber sieht ziemlich cool aus. Ich habe das jetzt einigermaßen verblendet bekommen. Ja, ist aber halt eher so eine komplette Pampe geworden, ne? Das ist ein bisschen schade. Jetzt nehme ich mir nach und nach die Schimmertöne auf. Da gehe ich erstmal in diesen, ja, grünen Schimmerton rein. Das sind alles grüne Schimmertöne. In den grün-goldenen Ton, ja. Den setze ich mir auf mein Zentrum mit dem Finger. Okay, ja, ist ein vernünftiger, schöner Ton, finde ich. Dann gehe ich in den dunklen Ton rein. Das ist dieser hier außen. Sehr, sehr weich gepresst, ne? Also da kriegt man schon Pigment auf den Finger. Und den setze ich mir dann nach außen hin. Der krümelt. Gut, ich kann meinen Finger schlecht abklopfen, ne? Ist aber schön. Doch, ne? Ist ein schönes, schönes Grün. Und dann gehe ich in den unten rechts rein, das ist der hellste Ton. Auch der fühlt sich buttrig an, also ne, richtig cool. Und der kommt dann auf mein inneres Drittel. Da macht er sich schön. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen was von dem Grün an den unteren Wimpernkranz gegeben und diesen hellen Ton in meinen Inner Corner als Highlight-Ton. Und ich finde, dass es ein solider Look ist. Also der ist schön, ich mag ihn leiden. Und ja, ist ein cooler Look, ne? Also schöne Palette. Aber halt sehr eintönig, weil ich persönlich jetzt immer diesen Look damit schminken würde, wenn ich die jetzt immer wieder verwende. Ne? Also da bin ich sehr eingeschränkt in meinen Möglichkeiten. Ich habe mir jetzt so einen kleinen Acro-Liner gezogen, also so ein bisschen sehr eskalativer, jemals eskalativer als sonst, mit dem Essence Eyeliner Pen in Waterproof. Das ist ja der Klassiker, sage ich mal, ne? Hat eine Filzstiftspitze. Den mochte ich mal super, super gerne. Mittlerweile ist er mir einfach nicht mehr schwarz genug. Da habe ich einfach andere, die ich lieber verwende. Und Fixing Spray habe ich mir auch noch drüber gegeben. Ja, ist Fixing Spray. Essence High Beauty Mattifying Make-up Fixing Mist with Ever Matte, bla bla bla. Das ist dieses hier. Verwende ich ganz gerne, wenn ich so Full Face Essences mache und dann alle Produkte auch in Einklang bringe. Ich finde, dass es alles echt gut aussieht. Aber Leute, es fehlt noch Mascara. Und Mascara ist so wichtig. Und Essence hat eine ganz tolle neue Mascara rausgebracht. Jedenfalls finde ich sie super spektakulär. Ich verwende ja super gerne, wenn ich Mascara auftrage, erst eine, die so ein bisschen Definition gibt und vielleicht so ein bisschen gummibürstchenmäßig ist, ne? So, ne? Halt nur leicht irgendwas drauf machen, so als Base. Und dann nehme ich gerne so Wawawoom-Mascaren, die dann halt nochmal so richtig Schwung reinbringen, richtig Länge machen und Volumen und Power. Und das soll diese Mascara wirklich beinhalten. Da bin ich sehr gespannt. Das ist die Double Trouble Mascara Extra Black Definition in Volume. Also man hat dann wirklich diese ja, verschiedenen Bürstchenformen. Und das werden wir uns angucken. Ich werde erst die Gummibürstchenseite auftragen und dann zwei Schichten von der ja, anderen Seite. Ne? So schaut das Bürstchen aus.
Und wir sehen halt wirklich auf der jetzt oben liegenden Seite haben wir die Gumminoppen und unten drunter das Faserbürstchen. Das ist schon spektakulär, ne? Habe ich so auch noch nicht gesehen, dass Make-up-Hersteller sowas machen. Spektakulär, spektakulär. Gibt es auch in Wasserfest, aber die mag ich ja nicht so gerne. Und ich würde sagen, wir probieren die ganze Geschichte jetzt erstmal auf meinen Wimpern aus. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Der Wawawum-Effekt ist meiner Meinung nach ausgeblieben. Natürlich sieht es schön aus und es ist definiert, es ist getrennt, es ist das gleiche Wort gewesen. Es ist schon so ein bisschen betonter, aber was mir bei der Mascara fehlt, ist dieses tiefschwarze. Das hat sie nämlich nicht. Die hat meiner Meinung nach so ein bisschen, ja schon schwarz, aber nicht tiefschwarz. Und die hat oben auch abgestempelt, die hat unter meinen Augen auch abgestempelt, da ist die ein bisschen nass unterwegs. Das haben Essence-Mascaren aber tatsächlich häufiger, dass man die erstmal ein bisschen verwenden muss und dann sind sie geil. Jetzt so in der First Impression gefällt mir das jetzt nicht so unbedingt. Das ist meiner Meinung nach eine schöne Alltagsmascara, die mein Alltagsproblem löst. Wenn ich mich aber nice mache für eine Party oder mit Mädels irgendwie mich treffe oder so, dann möchte ich auch gerne ein bisschen mehr Wawawum haben. Das habe ich mit der Mascara nicht. Mein Alltagsproblem mit dieser zwei Mascaren verwenden und in eine Mascara packen, hat die auf jeden Fall gelöst und das finde ich cool und die werde ich auch gerne im Alltag verwenden, aber sie macht bei mir nicht die mega krasse Geschichte, die ich mir erhofft hatte. Dann nimmt man sich einfach einen Spoolie und dann kann man da rumbürsten und zack, ist der Mascara-Patzer weg. Ein Träumchen, ich sag euch das. Ich bin sofort soweit. Ich würde jetzt auch uns kommen. Mach doch, traust dich sowieso nicht. Doch. Also meine Base finde ich gerade wirklich toll. Gefällt mir, auch den Augenlücken. Also irgendwie gefällt es mir gerade. Lippen fehlen aber noch. Da habe ich mir jetzt einen Lip Liner bestellt und zwar ist das der Soft and Precise Lip Pencil Long Lasting Lippenkonturenstift zum präzisen Formen und Ausfüllen von Lippen. Intensive Farbabgabe mit nur einem sanften Auftrag in der Farbe Lovely. Ja, doch, ne? Also das ist ein sehr, sehr softer Lip Liner. Der fühlt sich echt angenehm auf den Lippen an. Ich mag die auch sehr, sehr gerne von Essence. Ist ein anspitzbarer, finde ich auch okay und ja. So schaut er dann auf den Lippen aus, aber wir wollen ihn nicht so alleine sein lassen, denn selbstverständlich habe ich ihm auch noch einen Begleiter mitbestellt und zwar den Cool Collagen Plumping Lipstick in der Farbe Cool Collagen 202 My Mind. Ein aufpolsternder Lippenstift mit veganem Kollagenersatzstoff und Hyaluronsäure. Nicht auf gereizte oder empfindliche Haut auftragen. Vegan. Ja, der Lippenstift hat ja ungefähr keine eigene Farbabgabe, ne? Es ist halt ein schöner Neoton, das ist auch so ein bisschen My Lips But Better und ich finde auch die Kombi auf den Lippen sehr angenehm und es fühlt sich wirklich pflegend an. Mag ich gerne leiden. Und jetzt haben wir den Look fertig, Leute. Ich muss sagen, dass die neuen Produkte aus dem Sortiment mich nicht alle so mega geflasht haben oder so. Was ich cool finde, ist die Foundation. Die finde ich hammermäßig, kann ich euch voll empfehlen, Leute. Ich sag euch das, ich feiere es hart, dass mein Gesicht nicht mehr juckt und dass es irgendwie flawless und ebenmäßig aussieht, hätte ich nicht mit gerechnet. Die Mascara, naja, die Lidschattenpalette, wer es braucht, ne? Das Puder finde ich cool, das Augenbrauenprodukt gefällt mir richtig gut. Es ist halt mehr so Richtung Alltag, würde ich sagen, ne? Was das Sortiments-Update anbelangt. Lippenprodukte finde ich schön, Bronzer-Geschichte finde ich auch schön. Es hat sich toll mit meinem Gesicht verbunden, ist nicht fleckig geworden und hat alles recht harmonisch gemacht. Ich sehe fresh aus, oder? Ich mag's. Aber es ist halt nichts, wo ich sage, wawawum irgendwie. Ich bin mir da irgendwie, schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare, dann können wir uns mal austauschen. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob es daran liegt, dass die Lidschattenpalette quasi beim letzten Update schon dabei war, nur halt in einer anderen Form. Ich weiß es nicht. Aber so ein bisschen irgendwie das Kabuff hat mir gefehlt. Wisst ihr, was ich meine? Ist schwierig zu beschreiben. Aber die Foundation, die hat schon richtig kabam gemacht und reingehaut. Die finde ich richtig geil. Ihr Lieben, das war's hier von mir. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen.
Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!